Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dark Souls Remastered mit speziellem Regelwerk. Ja, ich habe mir überlegt, was kann hier in die Fußstapfen von so einem Projekt wie Herzig treten? Oder wir wollten ja eigentlich nur ein Solo-Projekt hier starten. Zwischenzeitlich war das RimWorld, ist aber nichts geworden. Also, es ist eine Lücke da auf dem Kanal und ich habe in den letzten anderthalb Wochen überlegt, wie kann ich diese schließen? Und kam sehr schnell auf eine ziemlich geile Idee. Denn wir haben jetzt ein bisschen, ich möchte euch ein bisschen eingrooven für dieses Projekt. Wenn ihr gar keinen Bock darauf habt, könnt ihr gerne unten die Timeline auswählen, die Wiedergabe leisten und da ist dann markiert, wann es eigentlich losgeht mit dem Gameplay. Denn was wäre, wenn ich endlich die Dark Souls-Spiele spiele, was ich schon immer mal machen wollte? To be fair, ich habe Dark Souls einmal gespielt, die Prepare to Die Edition, als sie rauskam. Das war, glaube ich, vor 5 Jahren. Oder 6. 4, 5, 6. Da kam ich auch relativ weit, aber es ist übel lang her. Und ich habe direkt am Anfang diesen Schmied umgeboxt. Artemis, oder wie der heißt. Weil da habe ich gefettfingert, dann habe ich den aus Versehen gehauen. Der hat mir nie verziehen und das ist wohl ein Klassiker. Und im Late Game hat man dann gemerkt, hat man gar keinen Spaß. Und deswegen habe ich das dann abgebrochen. Aber ich wollte schon immer mal die Dark Souls Spiele spielen, denn ich glaube, die Blaupause dieser Spielreihe ist eigentlich wie für mich geschaffen. Ja, es ist tryhard, es ist nicht leicht. Ihr kennt mich, ich spiele mal alles auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, in der Regel. Es ist ein Roleplay-Game und es ist halt so Ritter-Mittelalter-Fantasy. Geil. Einfach nur geil. Ich liebe es. Ich habe mir übrigens, für alle, die sich wundern, jeden April mache ich mir immer eine Glatze. Das sei auch nur kurz gesagt. Ja, und jetzt habe ich aber gesagt, ja gut, also das wäre dann das 38.000. Dark Souls-Let's Play. Wäre ja übel boring. Ja, wobei boring nicht. Ne? Ist ja immer was Interessantes, wenn Leute quasi blind spielen. Bei mir ist es so semi-blind. Ich habe fast alles vergessen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir Teil 2 und 3 dann auch spielen. Und das ist dann 100%ig blind. Aber was wäre, wenn wir dazu ein Glücksrad holen? Immer wenn ich sterbe, es wird wahrscheinlich hier im ersten Part noch nicht oft sein. Immer wenn ich sterbe, muss ich dieses Glücksrad drehen. Und dann habe ich hier auf meinem zweiten Monitor eine Liste an Dingen. Ich habe jetzt erstmal für jede Farbe, hier ist auch grün dabei, das wird leider ausgekeyt. Und gelb tut sich irgendwie auch schwer. Wegen, da ist so eine Folie vor, ich glaube, das spiegelt. Ich habe hier so eine Liste für jede Farbe. Also insgesamt sind das ja 14 Slots. Also jede Farbe wären 7 Dinge oder Strafen, die dann in Kraft treten. Das heißt, ich sterbe, ich drehe. Dann kommt, oh, orange, dann gucke ich. Orange wäre, ja, da sind wir direkt bei der richtigen Sache. Da müsste jemand reinkommen und mir mit einer Bullenpeitsche über den Rücken jagen. Dieser jemand, den kontaktiere ich dann mit einem Walkie-Talkie. Yo, Test, Henno aus dem Büro, ist jemand im Studio? Over. Henno aus dem Studio, Sternsegier, ich höre dich klar und deutlich, check, over. Okay, danke, check, Ende, over. Over, check. Hoppala. Ja, und, dann würde ich Bescheid geben, yo, Leute, ich brauche wen zum Auspeitschen. Dann kommt derjenige hier rein, ich ziehe meine Maske auf. Wir schalten um auf die Bestrafungskamera. Damit ihr so die Tiefe im Raum auch habt. Ja. Und dann passieren hier Sachen. Hier auf dem Tisch, auch noch wichtig. Ich habe ein paar Mausefallen dabei. Ist jetzt nicht die beste Kamera, aber ich denke, das ist so eine Kamera, die, glaube ich, Twitch-Streamer haben. Von daher seid ihr die Qualität wahrscheinlich gewohnt. Alles easy. Ja, was haben wir noch? Ich habe hier so ein Concrafter-Faktenbuch. Da muss jeder dann selber sagen, was am miesesten, am fiesesten ist. Ich habe eine Shotgun, 0,7 Joule. Die wird mir dann auch in den Korpus gejagt. Und, aber ich habe hier auch so Sachen wie eine Babygießkanne und die muss ich mir dann komplett übers Gesicht laufen lassen. Also es ist für jeden was dabei und nur damit das einmal klar ist, das hier dient der Unterhaltung und sollte auf keinen Fall zu Hause nachgemacht werden. Wir haben hier strenge strenge Sicherheitsbestimmungen. Und das wird natürlich alles hier von professionellen Fachkräften so umgesetzt.
Also macht es nicht zu Hause nach, okay? Das will ich damit sagen. So. Gut, dann lege ich das einmal zur Seite. Ich habe das jetzt nur auf dem Tisch einmal gehabt. Wobei, das Buch kann hier bleiben. Nur auf dem Tisch einmal gehabt, damit ich das hier zum Intro griffbereit habe. Ich würde, glaube ich, auch das Rad immer nur dann rausholen, wenn ich gestorben bin. Also würde ich das hier aus dem Bild stellen. So, dann haben wir ein schön cleanes Bild. Ja, und dann können wir eigentlich loslegen. Jetzt muss ich euch was beichten. Ich habe ja eben gesagt, es ist semi-blind. Das Ding ist, ab dem Moment, wo diese Idee in meinem Kopf war und ich angefangen habe, Sachen zu bestellen und mir das alles so zu durchdenken, war ich so heiß auf Dark Souls. Und ich hatte einen schwachen Moment, wo ich Sonntagabend 6 Stunden in Dark Souls reingedaddelt habe, bis zum Gargoyle-Boss, glaube ich, auf der Kirche. Also es ist absolut noch am Anfang, aber dementsprechend ist jetzt der Anfang nicht. Es tut mir leid, ich konnte nicht widerstehen. Ich meine, ganz blind ist es ja eh nicht. Wie gesagt, ich habe es vor 5 Jahren schon mal gespielt. Aber ich habe dann doch gemerkt, holy shit, ich habe eigentlich fast alles vergessen. Nur so einzelne Sachen blieben mir noch in Erinnerung und kamen dann wieder. Also, wir nennen uns Henno. Mit R geht nicht, weil das wird irgendwie nicht angezeigt. Männlich. So, Klasse. Für alle, die Dark Souls nicht kennen, ja, das ist dieses Urspiel, eigentlich Demon's Souls, aber Dark Souls hat es nochmal publiker gemacht. Das ist dieses eine Spiel, wonach super viele Souls-like oder Souls-light-Spiele, wie zum Beispiel zuletzt Star Wars auf meinem Hauptkanal, hat auch Souls-Elemente. Also die Art, wie man skillt, die Art, die Schwierigkeit, die Bossfights. Also es ist ein, grob gesagt, ein sehr hartes Roleplay-Game. Und hier fängt es nämlich schon an, es gibt eigentlich keine Klassen. Nur je nachdem, was man hier auswählt, hat man andere Startgegenstände und, wie ihr auf der linken Seite hier seht, unterschiedliche Skillung. Ich habe jetzt den Vagabunden ausgewählt gehabt und mit dem bin ich ganz gut gefahren. Der geht halt viel auf Beweglichkeit, wie man sieht. Und das ist auch so der Bild, den ich gehen will. Also, auch das sei gesagt, ich werde hier abusen. Ich werde mich also schon irgendwie blind und ich werde auch viel auf die Fresse kriegen und es wird Folgen geben. Da muss ich 20 Peitschenhiebe aushalten, aber das ist okay. Aber auch gerade deswegen will ich alles, was geht, abusen. So gut es geht. Damit ich aber jetzt nicht hocke irgendwie zu Hause, also ich werde jetzt nicht Guides durchblättern und mir genau das die Route vorgeben. Aber ich habe mir Folgendes überlegt. Viele von euch kennen Dark Souls, haben es selber gespielt oder zu Haufen bei anderen Leuten gesehen. Und ich werde viele Leute in meiner Community haben, die richtige Fachmänner sind oder Fachfrauen. Und da sehe ich schon meine Kommentare. Oh, da, wärst du da links abgebogen? Oh, hier, da, auf dem, da musst du den Fahrstuhl runternehmen, da kriegst du einen Streitkolben, der, nee, skill mal lieber auf Stärke. Und da habe ich keinen Bock drauf, bin ich ehrlich. Allerdings habe ich mir was überlegt. Und zwar, jeder von euch, und da bitte ehrlich sein, darf mir einen Tipp, Trick oder einen Guide verlinkt auf den Weg geben, als Kommentar verfassen. Eine Sache, das kann sein, jo, bei Minute 9:46 mit Timestamp, wärst du da rechts abgebogen, da ist eine fette Sense, gönn die dir. Das ist ein Guide. Oder ein Tipp. Oder, hey, dieser Bild könnte dich interessieren. Geh mal richtig viel auf Beweglichkeit. Und dann hol dir die Sense. Ich weiß, Sense ist gerade so in meinem Kopf, weil ich die letzte Mal hatte. Und die war echt gut. So, und dann könnt ihr mir noch gerne beschreiben, wo die ist. Wo man die findet. So. Genau, Tipp, Tricks. So, bitte nur eine Sache. Und dann votet ihr die Sachen hoch, die ihr am relevantesten für meinen aktuellen Stand empfindet. Das heißt, ich werde dann immer mit etwas Verzug, weil ich will auch nicht immer auf die Kommentare warten bei der Aufnahme für die nächste Folge. Also
Ich werde zum Beispiel diese Folge hier wird morgen kommen. Ich werde aber morgen schon direkt die nächste aufnehmen, perspektivisch vor dem Release der jetzt ersten Folge. Versteht ihr, was ich meine? Also da bitte immer ein bisschen daran denken und Nachsicht haben. Würde mich sehr freuen. Ich werde immer das Top-Comment berücksichtigen und aufnehmen. Das heißt, ihr dürft selber regulieren und entscheiden, was ich machen soll oder was mir auf dem Weg mitgegeben werden soll. Und gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, alle sabbeln mir in die Ohren und ich habe gefühlt so einen wütenden Mob im Hintergrund und kann gar nicht so für mich spielen, sondern führe nur aus, ja, ich, oh, Entschuldigung, dass ich da nicht runter und so, wisst ihr? Weil das Quatsch. So. Gut. Dann. Ich meine, ich habe jetzt hier ein paar Sachen präpariert und es für die Bestrafung und ihr dürft gerne Vorschläge machen. Da gibt es keine Grenzen. Können natürlich auch untereinander hochvoten, was gesehen werden soll, weil ich lese viele Kommentare, aber alle werde ich nicht immer lesen können. Genau. Vagabund. Gabe. Achso, und ich werde nach und nach fragen, yo, Leute, ich habe keinen Plan zum Beispiel, was eine Gabe ist. Beziehungsweise, nee, Gabe weiß ich, genau, wir nehmen Generalschlüsse mit. Das ist so quasi eine aktive oder passive Fähigkeit oder ein Objekt, was wir mit zum Start haben. Und ich nehme Generalschlüssel mit. Der wird auch nicht verbraucht und der öffnet alle normalen Schlösser. Also irgendwie voll broken, finde ich. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Jetzt ist eh zu spät. Aha. Figur ist auch egal. Lass mal normal. Gesicht. Torolun. Man wird die eh nie sehen, ne? Also bin ich ehrlich. Achso, die Folgen werden immer so eine, anderthalb Stunden gehen, damit wir auch Progress haben. Es kann sein... Ja, nee, müssen wir mal gucken. Annehmen. Wir werden auch mit der Zeit selber merken, wie sich das reguliert mit dem Peitschen, weil es kann sein, wenn ich dann mal beim ersten richtig knackigen Bossfight bin und pro Folge irgendwie 15 Mal sterbe und dann treffe ich 8 Mal hintereinander die Peitsche. Also es könnte sein, dass wir ein bisschen adjustieren müssen, weil es einfach nicht mehr tragbar ist. Ich will mich nicht zieren, sonst hätte ich mir das nicht alles ausgedacht. Ich will nur sagen, es gibt, glaube ich, auch selbst für mich gewisse Grenzen. Die werden wir vielleicht oder ziemlich sicher in diesem Let's Play austasten. Und dann nehme ich euch mit auf diesem Weg. So, legen wir los. Ich mache erstmal eine kleine Knackung. In the Age of Ancients. The world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire. Das Spiel hat ja voll die krasse Story eigentlich, das wird mir immer gesagt, aber die ist schwer zu lesen. Da muss man viel so zwischen den Zeilen lesen und mit den ganzen Charakteren, die wenigen, die man trifft, da so richtig viel nachbohren. Was hier, glaube ich, angesprochen wird in diesem Intro, ist so ein Urkampf, so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, Digga. Früher, Alter, Sauron gab's schon mal, dann gab's aber auch die Fresse. Also es gibt verschiedene Fürsten und Fürstinnen und die begehren, glaube ich, auf oder haben aufbegehrt damals, genau, das eine, gegen die Drachen. Soweit ich das, ne? Warte mal, es ist gar nicht Werbung, hä? Warum Werbung? Das ist Quatsch. Das stimmt ja nicht. Gwyn, the Lord of Sunlight. Ich hatte hier Werbung noch an. And his faithful knights. Stell mal vor, für einen Peitschenhersteller oder so. And the furtive pygmy, so easily forgotten. Gollum. Es hat original Gollum, ne? With the strength of lords. Das ist ein sehr episches challenge Spiel. The dragons. Also, wirklich, wenn man überlegt, wie alt das ist. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. Silvester, Digga. Witches weaved great firestorms.
Ja, als würde ich original Silvester in Berlin. Kann ich? Ich bin Zeuge. Ja. Wirklich, letzte Silvester. Ey, die ballern hier sogar mit Pistolen. Genau, einer war ein Verräter, ein Drache. Da liegen sie alle, die Drachen. Mashallah. Thus began the Age of Fire. Genau, und das But soon ist, glaube ich, das Startgebiet. And only dark will remain. Ich muss einmal mir die Nase putzen. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the cursed dark side. Das ist, glaube ich, relativ relevant, dieses Finsterzeichen, das Dark Sign. Da gibt es einen Träger für und ich glaube, das sind wir. Weil, boah, Alter, was war das für ein Geräusch? Weil, generell in Dark Souls, Astora-Schwert, ja, ich erinnere mich. In Dark Souls ist es so ein Ding, es gibt die Welt der Toten, der Lebenden, aber dann gibt es auch die völlig tot sind. Indeed. Also wenn jemand Bock hat, kann er das mal ein bisschen aufschlüsseln, wieso diese Welt aufgebaut ist. Weil wir sind, glaube ich, ein Untoter, aber es gibt auch, erkläre ich gleich. Gibt auch Menschlichkeit und so als Ressource quasi. Oh, ich hab so Bock. Jetzt geht's. Endlich geht's los. Schon mal die Mäusefallen aufspannen. Ich habe mich auch informiert. Also hiervon kann man sich wohl nicht die Finger brechen. Also so, wenn man so Kapsel trifft, dann wird's unschön. Schon mal herrichten. Es geht dann zackig. Schlag auf Schlag. So, wir sitzen im Knast. Haben halt schon, weil wir Vagabund ausgewählt haben, diese Startrüstung. Das sieht man auch, ne? Entweder wir sind der Imperator von Star Wars oder wir sind untot. Und wir haben einen Besucher. Schön. Ich habe viele Fragen. Die werde ich... Schreibt es euch auf, ja? Habt einen Zettel und einen Stift. Meine Fragen notieren und bitte dann in den Kommentaren beantworten. Also, wir können erstmal eine Leiche plündern. Kerkerzellenschlüssel, genau. So, dann gibt es hier ab und zu so Nachrichten. Braust Trost. Und dann steht da Bewertung 251. Ist es so, dass jeder hier rummalen kann und dann wird das bei allen anderen Spielern angezeigt und das kann man bewerten? Wie bewerte ich denn? Und wisst ihr, wie ich meine? Das habe ich nicht verstanden. So, los geht's. Hier ist wieder eine Nachricht. Viel Erfolg, siehst du? Und das hat 139 Bewertungen. Und hier gibt es dann noch diese Blutflecken. Die kann man berühren und dann sieht man, wie andere Spieler hier an dieser Stelle gescheitert und gestorben sind. Und da denke ich mir, ich glaube, man kommt später nochmal hierher, dann wird es schwerer, aber wie will man gegen den sterben? So, wie schlage ich jetzt nochmal? Angriff RB. Genau. Achso, ich setze mich mal auf die andere Seite, genau. Das war jetzt nur für den Anfang. Zack. Dann seht ihr halt nicht, also hier sieht man, wie viele Seelen ich gesammelt habe. Ich habe gerade 20 bekommen, weil ich den hier weggebumst habe. Ui, ui. RT schwerer Angriff, genau. Und das ist so ein bisschen der Trade, weil man kann das Overlay kleiner machen. Aber es ist leider sowohl links als auch rechts in der Ecke. Ja, ist... Dankeschön. Ist eine Anzeige. Und, ich finde links tatsächlich wichtiger, weil da später noch so die Heiltränke, Estus Flask heißen die, glaube ich, die werden da angezeigt. Versuch's mit Ferse.
Also das verstehe ich teilweise auch nicht. Was ist Ferse? Hm. Wahrscheinlich für irgendeinen Gegner. Zäher Feind. Und man kann die fixieren. Okay. Ja, bislang, ne? Absolute Kackwaffe. Irgendein Schwertgriff. Hier sind reihenweise Leute gestorben. Wo sind sie weiter? Hier. Es ist ein bisschen dunkel. Das ist vor allem jetzt hier das Anfangsgebiet. Wir sind hier quasi in so einem Startgebiet. Da sind wir halt in einem Verlies. So. Und generell, Dark Souls ist auch ein Spiel. Ihr merkt schon, einem wird nichts gesagt. Also man hat hier so ein paar Sachen auf dem Boden, die sagen allen, jo, Leuchtfeuer rasten, regenerieren. Das sind original. Also, Dark Souls schafft es mit 4 Wörtern, einem zu sagen, jo, hier gibt es diese Leuchtfeuer. Und wenn du dich daran sitzt, dann regenerierst du dich. So, und andere Games, da wäre dann erstmal ein Sprecher, der labert den Kotelett an die Backe und dann gibt es ein paar Textboxen überall, da muss man weiterklicken. Dark Souls ist halt anders. Dark Souls lässt einen, so ein bisschen auch wie in Gothic und na, Elder Scrolls teilweise, aber eher Gothic, lässt einen einfach in diese Welt und dann heißt es ausprobieren, entdecken und einem wird halt nicht der scheiß Arsch gepudert und das finde ich so nice. Wenn mir niemand den Arsch pudert, öffnen. So, hier wäre jetzt der erste Boss. Den kann man aber skippen erstmal. So, hier ist noch ein Tipp, da steht dann weg hier. Moin. So, und jetzt renne ich schnell mal hier rein. Und dann geht das Gatter zu, zack. So, den sehen wir gleich noch wieder. Ich hoffe, da sterbe ich nicht. So, hier haben wir einen Bonefire. Ja, manchmal sieht man die auch einfach so, ohne dass man einen Blutflecken aktiviert hat. Hier lief jetzt gerade ein Spieler rum. So. Ah ja, genau. Hier schießt jetzt einer mit dem Bogen. So, jetzt geht es langsam los. Hier kann man so Dodge-Rolle machen. Zack. Hier ist ein Lederschild. Schnell rein. Das rüsten wir jetzt aus. So, und jetzt haben wir ein Schild und können blocken. Abwehrhaltung. Genau. So. Das heißt, wir blocken hier jetzt. Zack. Links oben haben wir 2 Leisten. Einmal Leben, das Rot und Grün ist Ausdauer. Hier haben wir jetzt noch einen Krummsäbel. Ich glaube, je nachdem, welche Anfangsklasse man wählt, hat man hier auch andere Sachen, die man hier findet. Schild und Schwert. So. Und der macht deutlich mehr Damage. So. Generell, ich habe ja am Anfang gesagt, ich will auf Geschicklichkeit gehen. Wenn man hier mal generell durchs Inventar geht, dann hat man hier eine, zum Beispiel in dem Menü-Tab, sieht man halt seine Waffen und Schilde. Da kann man die Anzeige umschalten. Und dann sieht man da ein bisschen mehr. Da sieht man zum Beispiel dort ein E und dort ein B. Diese beiden Symbole sind für Stärke und Beweglichkeit. Das seht ihr hier. Da sind die gleichen Symbole. Beweglichkeit, Stärke, ne? Die sehen wir auch da. Und umso höher der Buchstabe im Alphabet, also nee, andersrum. Also A ist das Beste, glaube ich. Dann B, C, D, E und so weiter. Umso besser skaliert der Gegenstand, den ich hier, ne, Krummsäbel, mit dem Attribut. Das heißt, dieser Krummsäbel skaliert schon sehr gut mit Geschicklichkeit. Das bedeutet, wenn ich jetzt Beweglichkeitsskille, gehen wir davon aus, ich habe ganz viel Seelen gesammelt. Was mache ich hier? Und die kann ich dann an so einem Leuchtfeuer benutzen, um zu leveln. Und dann skille ich Beweglichkeit. Und dann geht meine Beweglichkeit hoch. Und dann geht auch hier, wird man sehen, dieses plus 13, das steigt dann. Der Schaden geht hoch. Weil umso mehr Beweglichkeit ich habe, umso mehr Schaden macht dann auch die Waffe. So, das heißt, das nur für alle, die wirklich gar keinen Plan haben von Dark Souls. Das heißt, ich möchte schon, denke ich, es sei denn, ihr habt andere Vorschläge und Ideen, ich möchte schon auf Beweglichkeit gehen. Darum kommt man irgendwie nicht hin. Also da wüsste ich nicht wie. Ich möchte schon irgendwie auf Beweglichkeit gehen. Sackgasse, ja, danke. Aber was hier? Nee, okay. Aber da weiß ich jetzt noch gar nicht, welche Waffe. Also, wie gesagt, es gibt, glaube ich, so eine Sense, die ist halt echt gut. Und das ist so der 0815, die 0815 Herangehensweise. Und, aber muss es nicht sein. Also, es gibt auch richtig geile Speere, glaube ich.
Die habe ich jetzt in diesen 6 Stunden, die ich jetzt schon heimlich gespielt habe, habe ich einen Speer gehabt. Das war richtig nice, weil man da die Gegner richtig auf Distanz hält. So, und hier, also bei Dark Souls kann jederzeit der Tod um die Ecke lauern. Nee, hinter der Ecke lauern, so rum. Sowas passiert ständig. Ist hier echt sehr düster. Für mich auch. So, und hier ist jetzt der Dude, der uns am Anfang da eine Leiche reingeworfen hat. Oh, you. You're no Hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? So, ne, wir beide sind untot. Okay, ich bin untot. Krass. Regrettably. Ja, ich höre dich an. Leider scheiterte ich auf meine Mission. Doch vielleicht vermögt ihr die Fackel zu tragen. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. Also das ist, glaube ich, alles an Story, was wir jetzt in dieser Folge wahrscheinlich bekommen werden. Also ist irgendein Hempel, der sagt uns, ja, der gibt uns jetzt noch Schlüssel, der sagt uns, yo, du bist untot, okay, und in meiner Family gibt es eine Legende, Digga, dass die Untoten die Auserwählten sind und dass die aus dem Asyl der Untoten, also ich glaube, das ist hier der Ort, dass wir aufbrechen müssen, um die Glocke der Erweckung zu läuten, Digga. Und irgendeine andere Glocke und keine Ahnung. Und das ist so die erste Story. Also wir verlassen das hier gleich und dann ist unsere Mission, wir sollen diese Glocke finden und läuten. So. Hä? Hier ist irgendwas gestorben. Hier ist gerade was gestorben. So. Das erscheint jetzt auch am Anfang alles noch nicht so schwer. Hoppala. Hier unten ist einer gestorben. Kann ich das aufmachen? Jetzt bin ich unten wieder beim Bonfire, ne? Ja. Okay. Gut, dann heilen wir uns nochmal. Jetzt respawn alle Gegner. Jetzt respawn alle Gegner. Und unsere Estus-Flakon wird auch aufgefüllt. Lol, wo laufe ich lang? Und das können wir auch nutzen, um uns stets zu heilen. So, der Typ müsste jetzt wieder da sein. Man kann auch in diesem Spiel parieren, aber so richtig worth, habe ich das Gefühl, ist es nicht, weil die Ausweichrolle ist irgendwie immer gefühlt die bessere Alternative. So, jetzt haben wir hier, genau, wir können jede Waffe auch mit beiden Händen ausrüsten. Und man kann so spezial Attacken machen, wenn man den linken Stick so antippt und dann R1 drückt oder RT für so eine Art. Ja, und da, das ist jetzt wirklich ganz interessant, weil jede Waffe hat einen Wert, so was Schaden und so angeht, aber was wirklich nicht zu unterschätzen ist bei Dark Souls, und das ist so nice. What? God bless. Okay. Was wollte ich sagen? Ja. Jede Waffe hat bestimmte Werte. Und das ist auch cool. Aber was man nicht unterschätzt, was nicht zu unterschätzen ist in Dark Souls, jede Waffe hat wirklich sein sehr eigenes Moveset und diese beiden Spezialangriffe, die ich gerade ausgeführt habe, mit denen war es das auch erstmal. Also der hier zum Beispiel, zack. Oder der. Mit einer anderen Waffe ist es eine ganz andere Attacke. Und Reichweite
ist wirklich nicht zu unterschätzen in dem Spiel. Oder wenn man Speer hat, dann kann man während man blockt zustechen. Das ist übel gut. So, hier sind noch ein paar Tipps. RB während des Fallens ist Sturzangriff. RB hinter einem Gegner ist kritischer Angriff. Genau. Man kann auch sich hinter einen Gegner stellen und dann, wenn man nicht blockt, jetzt so, zack. Das killt nicht immer, aber es macht ultra viel Schaden und wirft den Gegner auf den Boden. Ist auch ganz gut. So, wir können mal sehen, wie es nicht geht. Wir können uns mal anschauen, wie es nicht geht. Hä? Digga, Blutfleck berühren, es geht nicht. Okay. Sollte ich vielleicht mal... Ich bin gerade echt ein bisschen verunsichert mit der Internetverbindung. Aber ich tappe einmal kurz raus, um zu gucken, ob der PC Internet hat. Ja, hat er. Gut. Also im Zweifel liegt es gerade an den Dark Souls Server oder was weiß ich. So. Jetzt. Durchschreiten wir hier den Nebel. Achso. Hier ist noch eine Tür. Die kann man nicht öffnen. Und ich glaube, man kommt hier, wie gesagt, nochmal her. Ja, man kann auch parieren in dem Game, aber das ist, was ich schon meinte, lieber ausweichen. Weil man ist hier wirklich ein Two-Hit für fast jeden, gefühlt erstmal. Okay, das ist jetzt unser erster Boss. Dann machen wir einen schönen Sturzangriff. Zack, der macht schon richtig viel Damage. Und jetzt versuchen wir ihm in die Fersen zu hacken. Zack, dodged. Oh, jetzt haben wir keine Ausdauer mehr und ich habe dick kassiert. Oh, ich habe nochmal dick kassiert. Bitte trinken, Digga. Wie trinke ich? Wie trinke ich? Wie trinke ich? Er will nicht trinken, jetzt. Ich habe alles abvisiert. Jetzt wieder alles anvisiert. Okay. Okay, ich muss jetzt echt schnell irgendwie in Sicherheit. Und nochmal trinken. Alter, ich habe gar nicht Oh Gott, ich erkläre es nach dem Kampf. Ja, ich muss mich kurz konzentrieren. Ich habe nämlich keinen Bock auf die Peitsche schon. So. Der gibt richtig viel Seelen. Na? Nicht? Doch. Jetzt. 2000 Seelen. Das ist richtig viel. Damit können wir jetzt sogar schon skillen. Alter, ich habe gerade gar nicht mehr gewusst, wie ich die Estus Flakons einsetze. Und habe richtig schön reingeschittet. Und dann habe ich aus Versehen meine Waffen abgewählt, weil ich dachte mit den Pfeiltasten, Alter, das war ja Katastrophe. Das war sehr lucky, dass ich da gerade nicht draufgegangen bin. Okay. Schlüssel des großen Pilgers benutzt. So. Ja. Dann rennen wir mal weiter. Meint sie, ist es in erster Instanz wirklich das, was ich jetzt schon kannte und gespielt habe, weil ich ein Schlingel bin, so schnell wie möglich jetzt abzuarbeiten, dass wir direkt in den Half-Blind-Mode gehen können. Versteht ihr, wie ich meine? Weil ich kann mich nicht hier hinsetzen und das faken. So, oh, ein Rabe. Den habe ich halt schon gesehen. Letztes Wochenende, vorletztes. Ich hab halt so Bock auf Dark Souls Missions. Endlich. Ich wollte schon immer mal durchspielen. Meiner Meinung nach, Lordran ist die Anfangs... Also das ist jetzt Anfangsgebiet. Das eben war so Tutorial. Na, sagen wir, das ist jetzt das erste Gebiet und das eben war Anfangsgebiet. Dark Souls ist für mich eine Spielreihe, die muss man gespielt haben. Wenn man als Gamer was auf sich setzt. Weißt du, wie ich meine? Nein, also muss man nicht, aber ich finde, für mich schon. Ich habe einen Anspruch an mir selber, dass ich sage, Dark Souls muss ich gespielt haben. Weil ich liebe Roleplay-Games, ich liebe schwere Spiele. So. In Lordran. Steige auf und entfache Leuchtfeuer. In Lordran. Ja, ich bin jetzt in Lordran gelandet.
Und soll einfach nur leveln und diese Leuchtfeuer finden. Mehr soll ich nicht machen. So, jetzt gibt es hier erstmal Loot. Menschlichkeit, 3 Stück. Leute, was ist Menschlichkeit? Bitte erklärt's mir. Und da oben, links neben meiner Lebens- und Ausdauerleiste, steht eine 0. Ich glaube, wenn ich Menschlichkeit benutze, geht da ein Zähler hoch. Was bringt das? Ich weiß nur, es heilt mich. So, hier ist jetzt irgendein Dude. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are actually 2 bells of awakening. Nee, davon hat er gesprochen. In the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Okay, nur eine komische Lache, Digga. So, hier kann man jetzt runtergehen. Da will ich einmal hier. Hier kann man quatschen, aber da braucht man irgendwas. Pass auf, Gefangener, genau. Keine Antwort, sie kann nicht sprechen. Oh. Estos Flakon verstärken. Eine Feuerhüterin Seele wird benötigt. Okay. Reden. Keine Antwort. Genau, jetzt geht's hier noch weiter runter. Da geht's in so einen Bereich, das weiß ich noch von früher, da gibt's Gespenster, die kann man nicht angreifen. Nur mit einer bestimmten Waffe oder einem bestimmten Gegenstand. So. Und wenn wir jetzt hier hochgehen, in dieses Gemäuer, dann kommt hier dieser Mönch. So, und bei dem habe ich keinen Plan. Dickwanst, ja, geil. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I prefer to keep a distance, if possible. Gut, er sagt, wir sollen Abstand halten. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Jetzt hat er uns eine Kupfermünze gegeben. Oh my. You again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Ja. Very well. Then first, a covenant with the gods. So. Da sage ich jetzt nein. Weil, also bitte, was ist ein Eid? Was ist mein aktueller Eid? Ist das der Generalschlüssel? So. That is a shame. But speak to me if you... So, das können wir jederzeit ändern. Okay. Also bitte erklärt mir, was ein Eid ist und was ein Bund ist. Also wahrscheinlich, der Eid wird für den Bund gesprochen. Okay, klar. So, hier gibt's... genau, hier ist später ein Fahrstuhl. Aber wenn ich hier runterhüpfe, dann komme ich hier hin und hier gibt's Loot. So, da haben wir Heimkehrknochen. Das ist ein Item, damit kann man sich, egal wo man ist, zurückteleportieren. Zum Lagerfeuer. Hier haben wir Lloyds Talisman. Kein Plan. Huch. Hier haben wir Morgenstern. Der ist aber auf Stärke. Das heißt, wir nehmen den nicht. Aber der macht... genau, der hat so einen anderen Schadenstyp. Glaube ich. So Schmetterschaden, weißt du? Ist besser gegen Skelette und so, als hier so ein Messerchen. Ja, die sind jetzt sauer, da renne ich mal lieber weg. So, da oben ist der riesige Rabe, der uns getragen hat. So. Hoppala. Ja, da oben liegt eigentlich auch noch was, aber da kommt man gerade, glaube ich, noch nicht hin. So. Wo wir erstmal hingehen werden. Also erstmal werden wir skillen.
Hey, sag mal, warum haben wir jetzt 10 Estus Flakon? So, wir skillen erstmal ein bisschen in Vitalität, Kondition und in Beweglichkeit. So. Huch. Junge. So, und jetzt gehen wir weiter. Was hier? Geheimfahrt? Ey, die können einen auch verarschen, ne? Ich glaube nicht, dass da ein Geheimfahrt ist. Ich glaube, das ist die größte Verarsche ever, oder? Oder? Also, was will ich jetzt nicht riskieren, oder? Ach komm, ich habe jetzt gerade geskillt. Scheiß drauf. Ja, das ist auf jeden Fall lustig. Mega lustig. Das Ding ist, es gibt so oft Tipps, die halt richtig sind. Mann, ey. Okay. Jetzt müssen wir einmal drehen. Uns drehen. Ja, hoffen wir nicht auf Orange. Los geht die wilde Fahrt. Es geht wieder los, Freunde. Anschnallen und go. Wir haben lila. Faktenbuch. Ich schreibe euch das mal in die Kommentare, welche Farbe was ist, damit ihr nicht denkt, ich verarsche hier. Also, wir schlagen dieses Buch auf. Concrafter, neue Minecraft Facts und Commands. Ja, da bin ich ja nochmal gut weggekommen. Also, was haben wir hier? Wie alles begann. Das juckt mich wirklich gar nicht, Digga. Alter, wie viel Vorwort kann man haben? Fakt 1. Ein Boot geht nicht kaputt, wenn man damit gegen Seelensand fährt. Man kann sich in Minecraft ganz easy ein Boot craften und damit über Wasser tuckern. Wie bei jedem Boot im echten Leben geht auch bei Minecraft das Boot kaputt, wenn man mit hohem Tempo gegen ein Hindernis fährt. Wenn ich gegen Sand fahre, geht das Boot kaputt. Allerdings gibt es bei Minecraft die Besonderheit, dass das Boot nicht kaputt geht. LOL! Rechtschreibfehler. Das glaube ich nicht. Es ist der erste Fakt. Und hier steht... Kann man das lesen? Nein, das ist nicht Autohelligkeit. Warte, ich kann Close machen. Haha, ich krieg dich, Luca. So. Ich krieg dich. Greenscreen aus. Kaputt geht. Steht da. Zusammengeschrieben. Kaputt und geht. Wo ist der Fokusbereich? Hier, glaube ich. Allerdings gibt es bei Minecraft die Besonderheit, dass das Boot nicht kaputt geht, wenn man gegen Seelensand fährt. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Ja, hat er selber geschrieben. Aber es ist ganz praktisch, wenn man zwei Villen auf dem Wasser hat und mit dem Boot immer von einer zur anderen fahren möchte. Da könnte man die Strecke mit Seelensand auskleiden, sodass das Boot nicht kaputt gehen kann. Ja, also falls ihr auch schon immer mal... Alter, ich habe gerade fast in die Mäusefalle gefasst. Falls ihr auch schon immer mal zwei Villen in Minecraft auf dem Wasser haben wolltet, ist das ein cooler Tipp. Hat er das selber geschrieben? Meistens sind das ja Ghostwriter. Hat er früher so Fakten gemacht? Ich habe ja... Also das ist ja wirklich jemand, da habe ich gar keinen Plan, was der so treibt. Ich sehe immer nur die Thumbnails. Das sagt mir dann immer schon alles. So. Wir schnetzeln uns hier fröhlich voran. Ich block einfach, ganz entspannt. So, da oben. Genau. Das ist ein ganz fieser. Aber
Jetzt kommt ja noch einer von links, glaube ich. Genau. Den will ich erstmal machen. Ich bin hier gerade verhakt. So. Oh, der hat Loot. So runterfallen, bitte? So. Okay. Ja, hier sind das anscheinend eine tricky Stelle. Hier sterben einige. So, jetzt kann ich... Ich gehe jetzt nochmal runter, weil da lag ein bisschen Loot. Alter, hier sterben halt wirklich einen Haufen Leute, ne? Die ganzen Anfänger. Oh. Ja, danke an der Stelle für die Ragdoll-Models. Die machen echt Spaß. Na, runter mit euch. Okay, aber ich glaube, das war nicht so guter Loot. So. Seele, verlorener Untoter. Das sind quasi abgespeicherte Seelen. Und die kann man dann immer auspacken. Das heißt, man verliert ja immer seine Seelen, wenn man stirbt, aber so halt nicht. Die sind quasi gesaved. So, ich will jetzt darüber springen. Ich hoffe, das war B gedrückt halten und dann nochmal B. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Alter, ich muss erst mal wieder warm werden, ne? Vor anderthalb Wochen. Ich hätte vielleicht erst mal trocken üben sollen. Scheiße, ey. Jetzt strapaziere ich aber mein Glück. Ich hole schon mal wieder. Soll ich nicht so viel Zeit vertrödeln. Ah ne, die sind ja alle gerespawnt. Hellblau! Shotgun. Scheiße. Gut. Jo, Henno aus dem Studio ans Büro. Bitte einmal die Shotgun. Sie ist schon im Büro. Einfach nur reinkommen. Danke. Over. Die Musik passt gerade. So. Schutzbrille. Richtig rum auch. Ja. Ja, weiß ich nicht. Okay, ich würde beim ersten Mal jetzt einfach den Pulli anlassen. Ja, wir können ja... Um erstmal sich ranzufühlen. Ja. Weil ich würde ja auch nicht das erste, das letzte Mal sein. Ja. So, dann bitte einmal durchladen. Das muss mir kurz helfen. Genau, du drückst hier. Aha. Und dann einfach wie beim echten. Muss man jetzt einmal durchladen, ne? Ja. Ist richtig drin? Soll ich mal? Der muss richtig reinschieben, ne? Soll ich einmal? Ich sehe hier durch kaum was, der noch drin. Ja, ja. Ja, das hast du. Ah. Ah, da ist, oh Mann. Da fallen schon ein paar raus. Ja, die hebe ich auf. Die, genau, die, oben rein, ne? Die. Also hier sind ein paar Kügelchen jetzt rausgefallen, die stopfen wir wieder rein. Müssen ja beim ersten Mal noch nicht vielleicht so viel sein. Ja, ich bin sehr gespannt. So. So. Okay, vielleicht war da auch zu viel. Also, du legst es hier so ein. Und dann. Hast du schon mal geschossen? So. Vielleicht ist das schon einmal, oder? Drück mal ab. So, jetzt. Jetzt einmal durchlaufen. So. Okay. Also. Na, ich würde sagen. Willst du kurz. Also, wo bist denn du gestorben? Da oben. Ah. Naja, blöd gelaufen. Ja, das war wegen. Ich wollte über einen Ab. Naja, vielleicht nicht. An den Arsch oder was? Oder Rücken? Nö, Rücken einfach. Aber vielleicht gehst du mal maximal zurück, damit ich vielleicht. Okay. Ja.
Ich hoffe, du lernst daraus, ja? Mhm. Ah! Ja, ja, okay, danke dir. Warte, dreh ich mal um. Ah! Nee, ah! Warte, mach mal runter. Ich glaube, ich hab dir doch einen Pulli geschossen. Echt? Jo! Nee, warte. Nee, da ist nur eine Kugel dran kaputt gegangen. Okay, ja. Also, tut weh, erfüllt seinen Zweck, überlebt man aber. Ja? Gut, vielen Dank, Sterzig. Gerne. Ich bedanke mich. Oh, also das Ding ist so, im ersten Moment hat man nichts gespürt und auf einmal wie so ein Nadelstich. Das war schon, ja. Okay, also. Machen wir weiter. Oh, Loch im Pulli. Das war schon sehr nah. Okay. Also, mein Freund. Das Ding ist, wenn man so nervös ist, ich war jetzt richtig nervös bei dem Abgrund und ich glaube, dann verkackt man das Timing. Man darf einfach nicht dran denken. Man darf nicht dran denken. Das ist der Trick. So. Seelen haben wir wieder. Du kommst her. Selbe Rotation wie eben. Nee. So haben wir nicht gewettet. Ja, also ich glaube, Shotgun, Mausefalle und Peitsche ist das Schlimmste. Ich sollte Shotgun vielleicht eher auf dem Oberkörper machen, also vorne, weil Peitsche geht ja auch hinten drauf. Nicht, dass ich hinten zu viel True Damage dann irgendwann bekomme. Also Armor Penetration, Digga, weißt du? Ciao. So, jetzt du. Du Alter, sportlich. Ciao. So. Also nochmal trocken üben. Ja, okay. Ich bin nicht nervös. Das habe ich schon sehr oft gemacht. Zack. Ja, man will jetzt auch wirklich nicht sterben. Das macht schon etwas mit einem, ne? So, warum ich hier hin will? Dahin leuchtet es, da gibt's Loot. Ring der Opferung. Was war das? Achso. Hier kann man ja, glaube ich, seine... Keine Verluste bei Tod, aber der Ring bricht. Aha. Na gut, okay. Ich bin schon zweimal gestorben, an so, aber durch Falldings, durch so eine dumme Kacke. So, jetzt muss ich auch noch zurückkommen. Könnte ich auch einen Heimkehrknochen aktivieren? Okay, das haben wir. Das war, glaube ich, für heute der schwierigste Part. Jetzt machen wir weiter. Okay. Ach nee, guck mal, da hinten. Was ist hier? Das ist, glaube ich, auch noch irgendeine Seele, genau. Verlorene Untote. Also die haben so eine unterschiedliche Wertigkeit. Um das nochmal aufzugreifen. Ich erkläre jetzt nur einmal alles, was ich noch weiß, ja? Das wird sich jetzt auch mit der Zeit lichten. Wo habe ich die denn? Hier? Nee. Hier? Ja. Genau. Wenn man die aktiviert, Seele verlorener Untoter, dann bekommt man Seelen. Ich mach das einmal. Und das war jetzt eine Seele verlorener Untoter. Aber es gibt auch bessere. Also Seele... Hauptmann oder so. Was weiß ich, glaube ich. Ja. So, hier ist eine Ratte. Oh, ich bin im Menü. Oh, jetzt bin ich vergiftet. Okay. Hier, verlorene Untoter nochmal. Diese Leiste in der Mitte, wenn die mich hittet, die Ratte, dann triggert diese Gift auf mir drauf. Aber das wird erst zu Gift richtig, wenn die Leiste voll ist. Das heißt, wenn eine Ratte mich häufig trifft, dann werde ich vergiftet. Und das ist auch richtig übel. Das geht dann auch nicht weg. So, Jungs. Moin. Kleine Keilerei. Okay. Machen wir so. Ja, hier kann man überall hin. Ihr seht es, ne? Da unten ist Loot. Warte mal, da hängen ein paar Typen. Alles klar. Die sehen so aus wie ich.
So, da kann ich auch lang. Ah, das ist ja ärgerlich. Na gut, dann stürmen wir mal auf den zu. Jetzt hier noch einer. So. Darf ich hier in die Möbel schmeißen? Oh, das leuchtet irgendwie. Also manchmal, ist da Loot drin? Kann da Loot drin sein, Leute? Lohnt es immer, alle Fässer und so kaputt zu machen? I don't know. So, gehen wir hier erstmal unten die Runde. Große Seele verlorener Untoter. Genau, gibt es da unterschiedliche Größen. So, jetzt kommen hier die Jungs hoch. Zack. So, jetzt ist hier Pass auf Sackgasse. Aber genau, hier haha, ist nämlich richtig versteckter Eingang. Und hier gibt es dann Loot. Schön, ne? Und hier geht's hoch? Nicht. Okay. Da war einfach nur eine Seele. Das ist halt ganz nett. Für den Start. Ja, diese geheimen Orte, die gibt's überall. Und ich kenne die alle nicht. Nur eine Handvoll. So, ist hier irgendwer, der boxen will? Also, wir rennen hier einfach mal rum. Hier ist jetzt, hier sind Dudes, die hängen hier. Ciao. Und der. Das sind halt die absoluten Lowbobs, die können gar nichts. So, hier liegt Abfall, super. Okay. Und hier geht eine Leiter hoch. Hoppala. Und jetzt sind wir hier auf der Mauer und hier können wir nicht lang, aber da ist noch was. Okay. Schön. Okay. Übrigens für alle im Büro, Sterzig, Patrick, Felix, die beiden letzten kennt ihr noch nicht. Höchstens von Instagram. Die finden das halt mega geil. Für die ist das Traum. Also da ist ein Dude, der sich freiwillig mit einer Shotgun abschießen lässt. Einer Peitsche. Für die ist halt mega aufregend. Allein, dass diese Sachen hier ankommen, ne? Traum. So, hier kommt ein Typ von hinten. Bro. Hier kann man nicht rüberspringen, aber man kann hier aufs Dach und dann rüberspringen. Ja, also wie gesagt, das habe ich alle schon gesehen. Ach ja, den habe ich vergessen. Fetter Drache. Fliegt, macht einfach mal kurz Drive-By. So. Oh Gott, da schießt er mit der Armbrust vom Türmchen. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Vorsichtig. So. Er da oben, ne? Hä? Achso. Naja, wir sprechen uns. So. Achso, noch ein Hieb. Der hat eine fette Rüstung. Die droppen jetzt hier nicht so den krassen Loot, ne? Also, ich würde jetzt hier erstmal zum Bonfire. Da heilen wir uns, füllen unsere Flask auf und können aufsteigen. Dann nehmen wir jetzt wieder, ich würde sagen, Beweglichkeit. 2. Zack. Jetzt sieht man auch übrigens, wie der Schaden hochgeht. Also sah man gerade. Können wir beim nächsten Mal drauf achten. So, und hier oben kann man nicht hoch, ne? Nee, genau, okay. Gut, dann schnetzen wir uns hier jetzt lang. Also, die sind alle respawned. Aber der Ambusschütze weiß noch nichts von seinem Glück. Ciao. Du brauchst doch nicht nachladen, ne, du Arschloch. Schön ist, wenn die runterfallen, kriegt man trotzdem die EP. Oder, die Seelen. Alles ist ja hier Seelen. Zack. Jawoll. Und weg damit. So, jetzt können wir hier durch die Tür. Holzschild. Da ist die Frage so, das wiegt mehr. Der letzte Wert ist, glaube ich, das Gewicht.
Und was ist 160? Skaliert mit Stärke. Robustheit. Wofür ist Robustheit, Leute? Bitte in die Kommentare. So. Und das Holzschild macht mehr Schaden. Und hat viel mehr Schadensreduktion. Das sieht man jetzt auf der rechten Seite. Die blauen Werte ist alles besser. Außer Feuer. Da ist es schlechter. Dann nehmen wir das. Okay. Das ist also... Es wiegt halt ein bisschen mehr. Das bedeutet, je nachdem, wie viel Gewicht man trägt, je nachdem, wie viel Gewicht man trägt, ist man mobiler oder halt nicht. So, den haben wir. Ich will halt hinter die kommen, um die so durchzustechen. Jetzt. Okay. Also manchmal stehe ich nicht richtig hinter denen. Das triggert mich richtig hart. Man muss genau richtig stehen. Warte, wie ich hier durch die Wand boxe, ne? Ja, das ist halt jetzt alles schon routiniert, wie ihr seht, ja? Das kenne ich. Oder? Oder? Hier war, glaube ich, ein Kaufmann. Ja, hallo. Well now, you seem to have your wits about you, hm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Okay, man kann hier kaufen. Hm, hat er denn Anwesenschlüsse? Öffnet Anwesen in der Stadt der Toten. Nötige Seelen 1000. Haben wir nicht im Besitz. So, Waffen. Guck mal. Nee, jetzt bin ich zwei weiter. Krummsäbel, Rapier. Speer. Speer. Geschicklichkeit C, nicht B. Übrigens korrigiert mich gern, falls ich mit irgendwas falsch liege. Ja. Aber das Geile ist halt, man kann, während man mit dem Speer angreift, blocken. Okay, wir gehen aber erstmal weiter. Ist ja alles ganz in Ordnung hier mit dem Säbel. So, Hülle. Hm? Hülle? Ja, Hülle. Zack. So, komm mal her, Jungs. Schön. Die haben wir weggeprügelt. Jetzt klettern wir hier hoch. Dann. Jetzt sind wir nämlich auf dem Dach, wo ich eben meinte, von da kann man rüberspringen. Müssen wir aber auch. Ja, ich nehme mal einen Heiltrank. Ich nenne es jetzt einfach Heiltrank, ja. So, Sprung. Oh, das war knapp. So, jetzt kommen wir hier hoch. Und hier liegt eine Armbrust. Wo ich nicht weiß, ob die gut oder schlecht ist. Aber das hatte ich herausgefunden. Also nehme ich sie mit. So. Warte mal, wo sind die Dudes? Ah, ich renne einfach durch. Scheiß drauf. Nevermind. Der wirft da gegen die Wand. Aua. Ja, das Holzschild ist jetzt lang nicht so gut, um diese Brandgeschosse abzuwehren. Wir haben ja gesehen, das Holzschild hat weniger Feuerresi. Okay, so. Jetzt sind wir wieder hier. Hier hatten wir alles geklärt. Alles Gucci. Toll. Man kann hier übrigens auch mega erstmal farmen, ne? Also man macht halt diese Runde, die ich jetzt gedreht habe, könnte man zum Beispiel die ganze Zeit drehen. So, wir haben wieder nämlich 1000 Seelen. Hau ich nochmal in hau ich mal in Vitalität. Dann geht jetzt auch die Lebensleiste ein bisschen hoch. Zack. Ne, minimal. So. Jetzt lassen wir den hier in den Abgrund springen. Tschüss. Jetzt kommst du.
So, kommt der jetzt auch? Ja, die können wir mitnehmen, weil die sind wirklich easy. Easy Souls. Dark. Dark Souls. Ne? Zack. Ja, auch so, wenn die blocken. Ich glaube, so zum Beispiel der Morgenstern, den wir haben, für den wir mehr Stärke brauchen, der durchbricht auch Schilde. So, die Jungs haben richtig Bock. So. Und jetzt kommt er. Ciao. Oh, der hat Loot. Kleine Scherbe. Kleine Scherbe ist richtig gut. Damit kann man später Waffen beim... Alter, wie er wegpfeffert. Beim Rüstungsschmied verbessern. Hier kommen wir noch nicht lang. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay. Gut. Moin. Einfach immer safe blocken, ne? Keine Spirenzchen. Hier ist jetzt, glaube ich, auch noch einer. So. Jetzt ist hier eine Truhe, genau. Zack, zack, zack. Wir hasseln hier durch. Schwarze Feuerbombe, gleich ein paar. Wüsste ich jetzt keine Verwendung erstmal für. Hier kann man auch nicht weiter irgendwie, ne? Hier kann man nicht drüber steigen. Wüsste ich nicht wie. Okay, dann geht es jetzt hier oben weiter. Hier kommen ein paar Jungs. Komm mal her. Ja, hier ist jetzt doof. Ich bleibe jetzt hier immer an der Wand hängen mit meinem Schwert. Oder oft, ja. Oh lol, der hat mich getroffen. So. Jetzt nehme ich mal sicherheitshalber einen kleinen Drink. Drink, trinken. Und jetzt klettern wir hier hoch. So, jetzt sind die Typen hier, das sind die, die mich gerade abgeschmissen haben da unten. Finde ich nicht gut. Der wirft dagegen den Balken. Das war riskant, der Move. So, hier haben wir wieder Seelen. Okay, jetzt können wir hier... Können wir hier rüberspringen? Ja. Glaube ich. Hier kommen wir nicht durch, ne? Weil wir dick sind. Mhm. Und jetzt? Wie kommt man zurück? Hier oder was? Okay. Super. Jetzt gehen wir hier rein. Generalschlüssel, siehste? Ohne unseren Schlüssel, den wir am Anfang ausgewählt haben, hatten, ihr erinnert euch, können wir jetzt an diese Truhe hier nicht ran. Das ist halt schon nice. Goldharz. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist, aber haben oder nicht haben, das sage ich ja mal, ne? So, da standen gerade drei Dudes, aber wir gehen erstmal in den Turm hoch, weil da oben... Ah, richtig ins Knie, Digga. Ist er. Jetzt könnte man... Ja, nee, könnte man nicht. So. Jetzt locke ich die hierher und springe runter und mache meinen Stoßangriff. Und er ist instant down. Ja, ich bin routiniert, ne? Hoppala. Ich gehe erstmal wieder. Hallo? Na, geht doch. So, Jungs. So. Oh, Alter. Das war ein heftiger Sound. Noch eine kleine Scherbe. Alter! So, jetzt... Das ist eine ganz fiese Sache. Er da oben ist nämlich... nicht so geil, Digga. Das habe ich aber noch gewusst. Ich bin ja nicht dumm, Digga. Macht halt nur einen Schaden, ne? Oh, das durchbricht mich halt fast, ne? So. Okay. Jetzt haben wir zwei Optionen. Guck mal, ich habe da jetzt auch so einen Zähler oben. Egal, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder wir gehen hier unten hin. Da ist so ein richtig heftiger Typ. Das ist einfach ein heftiger Typ. Warte mal, wir können uns auch so vorbeischleichen. Und da ist, glaube ich, hier noch rechts ein Item.
Der ist halt wirklich heftig. Ne, hier ist kein Item. Ja, das ist so alles irgendwie dumm. Naja. So. Hat mittlerweile nachgelassen am Rücken. Also ist jetzt weg quasi. Ist ganz nice. Aber hat schon echt gezwiebelt, Alter. So, da könnte man versuchen hinzuspringen. Da wüsste ich aber nicht, wieso. So. Option 2. Ja. Wäre hier. Das ist schon ordentlich, aber ja. Man sieht schon, da sind eine Menge Blutflecken. Und zwar sind wir jetzt hier auf der Mauer. Wäre ein guter Abschluss. Ja, ich glaube, es wäre ein guter Abschluss. So, hier sind zwei Dudes. Alter, wie der dodgt. So. Jetzt ist das Ding. Dahin wollen wir hin. Aber wenn wir da hingehen, dann kommt der erste richtige Boss. Und den jetzt noch reinzuquetschen. Ach komm, YOLO. Scheiß der Hund drauf. Ich glaube, ich bin underleveled für den. Aber am Ende des Tages ist es eh eine Skillsache. Ich weiß jetzt halt, also ich werde jetzt ein paar Mal drauf gehen. Ich weiß gar nicht mehr sein Angriffmuster. Scheiße, Digga. Habe ich mir wieder was eingebrockt, ne? Okay, aber ich weiß, was ich als allererstes machen werde. Und zwar laufen. Der Taurus-Dämon, Digga. Dann klettern wir hier rauf. Schnell, schnell, schnell. Der gibt nämlich richtig Gas. Und der lässt auch nichts anbrennen. So, und jetzt geben wir dem schon mal ein bisschen was, ja? Okay. Okay, ich glaube, ich sollte so um ihn herum tänzeln. Hä? Einfach auf engen Raum um ihn rum. Oh Gott, wenn ich den First Try schaffe, das wäre so krass. Nein! Oh Mann, das lief so gut. Es lief echt gut. Es lief wirklich gut. Das schaffe ich auch. Vielleicht noch heute. So, aber erstmal drehen wir. Rot, du darfst deine Seelen nicht wieder einsammeln. Cool. Nö, ist cool. Ist cool. Ciao. Geht schlimmer, ne? Also, die sammeln wir jetzt wieder auf. Er kommt nicht, oder? Nee. Ich sprinte jetzt auch durch. Wobei, also, schon konzentriert, ne? Cleared. Ne? So. Oh! Wo kommt er denn jetzt her? Hä? Okay. So, jetzt hier eine um die Ecke. Darf man nicht vergessen, ne? Aber ich habe ihn auch gehittet.
So, ist ja auch ein gutes Farmgebiet hier. Ne? Das waren übrigens 1600 Seelen. Nur damit ihr es wusstet. Gehört habt. So, komm mal her, Jungs. Na komm. Der ist auch viel zu schwach für das Ding, ne? Ich glaube, wenn die so in der Bewegung sind, dann kann man das nicht machen. Nur wenn die stillstehen. Aber I don't know. So. Jetzt würde ich... Oh, der hatte Loot dabei. Schade. Oh, das war eben schon echt ganz gut. Das Ding ist, dadurch, dass man so nah an ihm dran ist, an dem Taurus-Dämon, sieht man nicht sein Move. Also man kann das nur erahnen. Aber ich glaube, ich meine, womit er mich jetzt am Ende bekommen hat, war so eine ganz spezielle Attacke. Da hat er richtig lang ausgeholt. Und da hat er sich auch vollwertig umgedreht und Randale gemacht. Also, ja. So. Wisst ihr, das meine ich. Und mit dem Speer würde ich hier nicht so dumm gegenhauen. Ich glaube, Menschlichkeit boostet auch meinen Schaden. Theoretisch könnte ich halt jetzt nochmal zurückgehen. Eingeschicklichkeit und immer so weiter. Richtig weiter grinden. Aber ich will ja hier ein bisschen Progress. Ne? So. Hier würden jetzt meine Seelen liegen. Die darf ich nicht einsammeln. Lustig. Moin Jungs. Moin Mädels. So. Ich überlege, ob es worth ist, jetzt noch einen Healpot zu nehmen. Die Frage ist, ob ich überhaupt, ob der Bossfight lang genug geht, dass ich drei nehme. Weil so, ich bin so oder so, so kein One-Hit, glaube ich. So, Kollege, da ist er. ich werde es nochmal genauso versuchen. First Try wäre schon echt heftig gewesen. So, jetzt ist er sauer. Ja. Nein. Oh. War aber schon mal gut für mich. Scheiße. Okay, jetzt muss ich einmal dodgen und mich heilen. Es ist zu eng. Ich kann da... Es ist halt leider wirklich zu eng. Also weil... Nee, es ist nicht zu eng, aber er stand zu nah an der Treppe. Und deswegen... Und deswegen konnte ich nicht... an ihm vorbei. Und dann stand ich doof vor ihm. Ja, es ist, es ist die Peitsche. Jo, hin aus dem Studio. Bitte einmal zum Auspeitschen kommen. Over. Stadtsicht aus dem Büro. Vielen Dank fürs Melden. Bin auf dem Weg. Over. Das ist ein netter. oh, scheiße, voll auf die Mausefalle. Ist die losgegangen? Nö. So, die Technik treten wir heute vor, ein bisschen heil gestorben. Beim Boss. Ah. Also kann man auch mal. Das ist jetzt nicht schlimm.
So. Dann, wie wollen wir es machen? Ich würde mich einfach auf den Tisch legen, oder? Auf den Tisch legen? Da ja. Habe ich Angst, dass ich die Technik treffe. Na, guck mal, wenn ich das... Du kannst dich... Also wir schaffen ja hier gerade eine Grundlage für das ganze Let's Play. Du könntest dich über den Stuhl beugen. Also so... So quasi? So könntest du machen, ja. Dann oder, ich, ja. Oder du kriegst dich halt so drauf. Das Ding ist, wenn ich das so mache, ich glaube, dann bräuchte ich einen Helm. Okay, wir haben ja hier natürlich auch die richtigen Schutzmaßnahmen. Okay, falls der Herr mich in einer... Also, ich sag dir mal so, du kannst es jetzt nach eigenem Ermessen machen. Ich versuche das mal so, wie du es vorhin beschrieben hast. Ich habe das ja noch nicht gesprungen heute. Okay. Soll ich noch einmal versuchen, bevor wir losgehen? Gerne. Willst du da weggehen? Oder? Ja, du kannst auch nach da machen oder so. Ich glaube, du musst mehr nach oben springen, noch weiter. Ja, genau. Dann ruckartig. Das wird schon wehtun, glaube ich. Okay, wir werden es merken. Habe ich dein Bein getroffen? Jo! Ich weiß gar nicht, wie man das Ding zielt. Ich habe ja noch nicht gezielt, weißt du? Ja, das wirst du im Laufe des Let's Plays. Na gut. Oh. Ja, du hast nicht getroffen. Nee, ich glaube, du bist zu nah. Okay, ja, okay, okay. Ah ja, der war gut. Der war gut. Hat getroffen? Ja. Hat gezwiebelt? Ja. Aber war okay. War okay. Okay. Ich glaube, du wirst ja auch von Episode zu Episode besser, denke ich mal. Ja. Jetzt geht die Scheiße hier schon wieder los. Ich kann ja auch irgendwann dich mal überraschen mit einem Outfit. Gerne. Voll gerne. Scheiße, wie geht denn der Helm nochmal auf? Irgendein Knopf rein. Hier. Hier. Da? Ich glaube hier unten. Oder da? Hier. Ah, danke. Ja, das ist bei diesem Objekt immer schwierig. Gut. Ja, üb mal ruhig draußen. Heute ist Falco nicht da. Oh! Ja, nächstes Mal. Wir können auch gerne den Greenscreen ein bisschen wegrücken, dass du da mehr Raum hast. Ich muss ja nochmal zum Boss. Ich muss ja nochmal zum Boss, ist richtig. So. Sind wir wieder unter uns. Ja. Was man nicht alles macht, ne? So. Ja, einen Versuch können wir noch machen. Ach so, scheiße. Die habe ich ganz vergessen. Also irgendwie dumm, ne? Also fällt mir jetzt erst auf. Das ist echt ganz schön dumm. Was macht er da? So. Ja. Wir lassen jetzt, glaube ich, erstmal den da kommen, genau. Weil der rennt hier immer hin. Das Ding ist beim Taurus-Boss. Ich glaube, selbst würde ich jetzt hier ein bisschen leveln. So viel würde es nicht bringen. Also, da mache ich ein bisschen mehr Schaden, aber er boxt mich trotzdem mit zwei Hieben um. So. Man muss halt einfach erfolgreich dodgen. Und that's it. Also, klingt natürlich einfacher als es ist. Vor allem das Schlimme ist ja, dass man da oben keinen Platz hat. So, bevor der eine Knie hier wirft. Jetzt komm doch her. Lol, der will ja richtig Nahkampf. Was ist mit ihm los? So, tschüss. Oh, Loot. Höhlenkrieger-Helm. Ja gut, aber dieses Höhlenkrieger-Set ist, glaube ich, das absolute Schmutz-Set. Da sind meine Klamotten gerade schon deutlich besser. So. Hä? Schön zweimal rechts gehauen. Tschüss. So, jetzt würde ich einmal
Warum habe ich halt jetzt 5? Und vorhin hatte ich immer 10. Ich habe jetzt auch eine Menschlichkeit verloren. Das ist aber, glaube ich, normal, wenn man stirbt. Hm. So. Moin, moin. Daneben. So. Der nächste. Den habe ich auch. So. Und der Herr mit dem Speer. Oh! Oh. Ah, hier. Hm, ich bin Mohammed Ali, Digga. Zack, zack. Die Beinarbeit. Guck dir die an. Achso, man. Stimmt, mit der Waffe konnte man nicht treten. So. Jetzt habe ich Menschlichkeit wieder. Wann kriege ich das immer? Na gut. Also, wir machen das folgendermaßen. Ich springe auf ihn drauf. Und dann renne ich nach hinten weg. Die Frage ist, jetzt darf ich ja einsammeln. Das andere ist übrigens weg. So, jetzt habe ich 2700 Seelen. Am besten wahrscheinlich hier die Stelle. Ja, einfach nur ein bisschen von diesem Treppenabsatz weg. Weil hier kann ich dann immer nicht an ihm vorbei. Da, wo die Mauer weg ist, da will ich gar nicht hin, weil da stößt er mich dann notfalls, im schlimmsten Fall runter. Oh, das ist aber asozial, Bro. So. So. Wir haben jetzt 3000 Seelen. Also wir könnten auch zurück und richtig reinskillen, ne? Aber ich will es jetzt auch wissen. Alter, 2 Menschlichkeit? Es wäre aber so bitter, wenn wir die Seelen jetzt liegen lassen müssten. Ich schaffe es jetzt. Ich schaffe es jetzt und dann war es das auch, ne? Ist ja klar. Da ist er. Das Ding ist, ich habe auch mal versucht, hier oben einfach zu bleiben. Und mit einer Armbrust ihn irgendwie abzufacken. So. Jetzt kommen wir ein bisschen hierher. Okay. So, und jetzt? Okay, da macht er einfach mal einen Rundumschlag. Das war's. Nicht, okay. Jetzt bin ich halt wieder hier dran. Das ist kacke. Komm mal her. Ja, wart schön. Okay. So. Schön. Nein. Okay, gerade noch. Gut gegangen. Okay. Oh. Scheiß mal aufs Schild, weil wir machen das jetzt so mit dem dicken Messer, Junge. Schön Döner schneiden, geil. So, da ist er down. Ihr habt gesiegt. Junge, warum bin ich nicht eher darauf gekommen? Mein scheiß Schild? Ich brauch das Schild ja eh nicht, als ob ich die Keule blocken könnte, Digga. Okay, wir gehen jetzt mal weiter. Ich bin echt froh, weil das ist schon für einen Anfang immer, finde ich. Was heißt immer, als ob ich jetzt hier den 80. Run habe. Also beim letzten Mal, also mein Eindruck ist, der ist schon ganz ordentlich für einen Anfang. Der hat jetzt keine komplexen Phasen oder so. Aber der ist schon ganz ordentlich. So. Hier kann man nicht rein.
Und hier ist jetzt irgendein Günther, das weiß ich auch noch. Und jetzt sind wir schon bald da, wo ich war. Das ist nice. Moin. Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. Voll gedämpft durch den Helm. An adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. Nice Sonnenmuster. Geiles Logo. I get that look all the time. Charmeur. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Gerne. Well, yes, quite understandable. Ich wollte ihn nochmal anreden. I do not wish to impose. Nein, doch. 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 Oh, hello. Then perhaps you have reconsidered my... The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows. Also Hüllen sind, glaube ich, die Untoten, oder? Oder sind die noch schlimmer als die Untoten? Ja, hilf mir. Ja, wir helfen. Weißer Symbol-Speckstein. And obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Also kann man ihn quasi als Verbündeten rufen? Irgendwie ist es ja auch so, dass man einander überfallen kann. Das ist ja so semi-online. Also ich glaube, man kann in einen gewissen Modus gehen mit einem Item, vielleicht ist es das, wo andere Spieler einen quasi snipen können, aber wo man dann so einen Verbündeten hat. Gut, okay. Also, ich habe ein paar Fragen gestellt. Ihr habt es euch notiert. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns dann Freitag und Samstag. Diese Woche direkt 3 Folgen. Gönnt euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.